Hallo, ich bin der Benni, ich wohne in der Nähe von München und ich wohne hier zusammen mit meiner Frau, meinen Kindern, meinem Golden Retriever Bubi und mit meiner Oma. Meine Motivation, mir ein eigenes intelligentes Energiesystem zu holen, war vor allem die Unabhängigkeit von den sehr starken Schwankungen, zum Beispiel am Gasmarkt durch meine alte Gasheizung, aber natürlich auch die immensen Kostenersparnisse, die man durch eine intelligente Energielösung erzielen kann. Für mich war Consolino der richtige Anbieter, weil es ein absolutes Grundbedürfnis einfach deckt und das ist einfach Freiheit. Ich wollte einfach nicht mehr in gewisse Anbieteruniversen einfach gefangen sein. Ich wollte auch mal zum Beispiel einen anderen dynamischen Stromtarifanbieter haben oder auch zum Beispiel später, wenn ich nachrüste, Wallbox oder Brauchwasserwärmepumpe, hier mich nicht auf ein System beschränken müssen. Meine Energielösung zu Hause besteht aus einer 29,9 kW Peak-Anlage mit einem 19 Kilowattstunden Speicher, zwei Wechselrichter, einem dynamischen Stromtarif und einer Brauchwasserwärmepumpe sowie einer Wallbox. Und das ganze Haus wird auch noch geheizt durch elektrische Heizkörper, die mit smarten Steckdosen ausgestattet sind, damit ich hier auch den PV-Überschuss nutzen kann. PS, bei mir waren sogar schon mal zwei Wechselrichter von unterschiedlichen Herstellern und zwei unterschiedliche Batteriesysteme verbaut. Hier sieht man eindeutig mal wieder die Freiheit mit Consolino. An der App gefällt mir ganz besonders der informative Blick, auf einmal alle Komponenten zu sehen und deren Energieflüsse, sowie die ganz einfachen Einstellungsmöglichkeiten. Am coolsten finde ich die Funktion, dass man mit einem dynamischen Stromtarif sein Auto zu den günstigsten Zeiten laden kann. Und was natürlich jetzt alle interessiert, was spare ich mir hier eigentlich? Aus meiner Praxiserfahrung kann ich sagen, ich spare pro Jahr mindestens 40% meiner Stromkosten. Und wenn ihr euch jetzt fragt, für wen ich das Ganze mache, dann schaut einfach mal kurz her.